Was geht YouTube? Wir sind jetzt an Tag 4 des Updates und die Entwickler haben die ersten Hotfixes für alle Server veröffentlicht. Teilweise wurde die Funktion schon auf dem Server Eldorado ausgerollt, wahrscheinlich um die Wirksamkeit zu testen. Heute geht es also in einem etwas kürzeren Video um die aktuellsten Änderungen, die New World heute Nacht erreicht haben und die wirklich gut aussehen. Wir alle kennen das Problem mit dem Season Pass, viele haben die Premium-Version inklusive Extra-Level gekauft und bisher gar nichts erhalten. Außerdem gehen viele Quests nicht, die teilweise den Fortschritt nicht wirklich ermöglicht haben und naja, die Kicks und Disconnects zurück in die Warteschlange kennen wir wahrscheinlich alle. Der Hotfix ist nicht allzu groß zum Runterladen und ist von der Dauer in erster Linie abhängig von eurer SSD und wie schnell die Daten verschieben kann. Wenn ihr darüber hinaus up to date bleiben wollt und die neuesten News auf Deutsch gerne erklärt habt, dann lasst direkt mal ein Abo auf dem Kanal da und ein Like auf dem Video. Und falls ihr die Erweiterung noch nicht gekauft habt, aber richtig Bock darauf habt, schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung, dort ist ein Link von mir, wofür ich sogar noch einen Teil davon abbekomme. Lasst uns aber mal reinschauen in den Hotfix von gestern Nacht. Also das erste größere Hauptproblem, was bisher da war, ist der erwähnte Season Pass. Man konnte weder die Questbelohnung annehmen, noch die Season Pass Belohnungen und der Fortschritt war teilweise auch verbuggt. Das sollte jetzt zum größten Teil behoben sein, also Quests und Belohnungen sind abholbar. Es kann sein, dass ihr jedoch weniger Fortschritt im Season Pass habt, als vor diesem Fix. Die Entwickler haben aber schon gesagt, dass das korrigiert wird und ihr diesen Fortschritt wieder zurückbehaltet, also keine Sorge, das ist kein Reset, sondern ihr bekommt das wieder erstattet. Wahrscheinlich mit dem nächsten Hotfix, der die nächsten Tage kommt. Und dieser Fix, also den ich jetzt gerade beschrieben habe, der wird auch schon auf Eldorado getestet und sollte funktionieren. Neben dem Season Pass wurde auch das Thema Disconnects etwas angegangen. Man soll jetzt schon mal nicht mehr gekickt werden beim Übertreten von einem Gebiet in das andere. Das war wahrscheinlich vor allem beim Einflussrennen der Fall, wo man schnell von A nach B gekämpft hat mit vielen Leuten oder wenn man Raidquests über Gebiete übergreifend gemacht hat. Ich würde euch dennoch ein paar Empfehlungen mitgeben, um Kicks und Disconnects bestmöglich zu vermeiden. Aktuell solltet ihr zu Primetime nicht direkt nach Immerfall oder Windkreis in die Stadt teleportieren. Im besten Fall lasst ihr auch den Outpost Rush noch sein, beziehungsweise Situationen, wo extrem viele Spieler an einem Ort sind. Das kann auch mal ein Influence-Rennen sein, also ein Einflussrennen, wo sehr viele Spieler da sind und man dann raus teleportiert wird. Und bei manchen sorgt das schon dafür, dass man gekickt wird. Ich weiß, es ist nicht wirklich nice, aber im Endeffekt vermeidet es unter Umständen einen unnötigen Kick. Allerdings wurde auch die Performance mit diesem Hotfix noch verbessert. Hier steht, dass die Backend-Performance angepasst wurde. Also hoffentlich gehen diese ganzen Dinge jetzt einfach auch besser und man wird einfach weniger gekickt. Der dritte große Punkt sind dann noch Quest-Fortschritte. Einerseits der Hauptstory und auch von Nebenquests, die diese beeinflussen. Es sollte jetzt auch übrigens nicht mehr dazu kommen, dass Spieler sich einfach anstellen müssen, um einen bestimmten Teil einer Nebenquest der Himmelswildnis einzusammeln, sondern es können einfach alle gleichzeitig machen. Aber dieses Bild hier ist schon wirklich witzig. Ansonsten gibt es noch ein paar Bugfixes. Normale Dungeons droppen kein Gear mehr über 675. Das war auch so geplant, es war nur nicht eingebaut. Die einzige Ausnahme ist da die wilde Spalte, denn die geht bis 685. Artefakte zum Beispiel sollen dann sowieso nur ab Mutation 3 kommen und dann von den bestimmten Endbossen. Außerdem könnt ihr den Flegel jetzt mit Doppel-XP-Tokens leveln. Ich selbst habe da direkt mal eins verschwendet am Anfang, weil es nicht möglich war, dies einzusetzen beim Serverstart oder beim Update-Start. Das Ganze ist jetzt aber wieder gefixt und geht. Als letzte Anpassung wurde dann noch die Erfahrung erhöht, die alle Berufe benötigen, um nach 250 die extra Belohnungskisten zu erhalten. Das heißt, es ist jetzt unter Umständen nicht mehr so einfach, diese zu pushen, also da halt extra Level herzustellen. Ich teste den Tischler natürlich trotzdem nochmal und werde im Zweifel einen neuen Guide zum Tischler machen. Wenn ihr das sehen wollt, klickt mal auf das Tag 1 Recap-Video, das ich jetzt auch nochmal oben verlinke. Da war bisher ein kleiner Goldhack dabei, wie man durch den Tischler wirklich sehr viel Gold generieren kann. Und das habe ich auch so ein bisschen gemacht über die letzten Tage. So, und das waren erstmal die wichtigsten Änderungen im Patch. Ich hoffe, ein paar eurer Painpoints wurden beseitigt. Ich bin wirklich guter Dinge, dass die Entwickler aktuell gute Arbeit machen. Die Hotfixes kommen nicht überhetzt wie beim Launch, sodass komplett komische Fehler auftreten durch einen Fix, den sie mal schnell rausbringen wollten, sondern es scheint überlegt und durchdacht zu sein. Übrigens kommt in den nächsten Tagen, ich schätze mal so Richtung Dienstag, auch direkt ein weiterer Fix, der die nächsten Probleme angeht und wahrscheinlich vor allem Richtung Performance und Season Pass Fix nochmal gehen wird. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und haut ein Like raus, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin und haut rein.